Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zum Unboxing. Ja, den Namen weiß ich jetzt leider nicht, wie es heißt. 1:2 HDMI Splitter 4K 60 Hertz 4 dividiert durch 4 durch 4 von Feintech, der 4K kann. Also ich werde den Link natürlich für euch in die Videobeschreibung machen. Ich werde jetzt erstmal die Kamera drehen, damit ihr das jetzt seht, was wir jetzt hier machen. Wenn meine Kamera so will, wie ich wohl will. So, und zwar haben wir dann hier einmal die Anleitung. So. Die ist einmal in Deutsch und einmal in Englisch. Und hier könnt ihr das sehen. Unterstützt 4K 60 Hertz und HDR HDCP 2.2. Da könnt ihr das lesen. So. Da haben wir dann mit bei halt hier den Splitter. Was haben wir denn noch mit bei? Ah, cool. Oh, so ein Multiding. So. Können wir wegräumen. Haben wir einmal den Splitter, den gucken wir uns gleich an. Dann haben wir so ein Multi. Ist ja jetzt gang und gäbe eigentlich, dass wir hier so ein Multi-Tool haben. Das ist halt immer das gleiche. Und da kommt dann von Land zu Land halt immer nur ein anderer Adapter rein. Müssen wir mal gucken, wie kriegen wir das hier fest. Ach so. Wartet, da muss man drehen. Drehen muss man das. So. Glaube ich. Moment. Wie machen wir das jetzt fest? Oben, unten, links, rechts. Ach so. Dreier. Also hier oben. So. Und dann einmal drehen, dann ist es fest. Und dann kann man wieder losmachen. So. Aber eigentlich hier einfach nur dann drehen und das hakt ein und das ist fest. Und dazu brauchen wir dann natürlich auch noch ein Kabel für Strom. Das ist dieser hier. So, USB-Kabel. Hier Mini-USB. Der USB kommt dann hier rein. Zack. Und der Mini-USB, denke ich mal, ins Gerät. Ist ein bisschen kurz, finde ich. Aber mal gucken. Ich will das Ding ja auch sowieso hinterm Schrank verstauen. Das soll man ja nicht sehen. So, da haben wir hier und auch, wie ich es mag, schön ein Metallgehäuse. So, und alle Anschlüsse sind auf der Rückseite. Vorne ist dann halt nur so ein Schieberegler für Copy oder Mix. Power, Out, Out. Da kann man dann halt sehen, was aussieht. Hier sind dann LEDs drin. Und hinten haben wir dann halt den Strom. Und dreimal HDMI, einmal Input, Output, Output. Aber da muss ich jetzt selber erstmal nochmal lesen, weil ich mache da kein Hardware-Video zu, weil ihr habt das jetzt alle im Unboxing gesehen. Ich werde da gleich ein Hardware-Video machen mit, also nicht, sind da scharfe Ecken, Kanten sind es nicht. Ich werde da gleich dann anschließen und dann werden wir gucken. Ich will jetzt nur gucken mit diesem Auto. 1. Achso, das ist ein Edit-Schalter. Achso, da ist nur erklärt, was Edit bedeutet. Bestandteil des HDMI-Signals. Aha, und LED-Beleuchtung und so. Ja, wir lassen das dann einfach mal auf Copy. Werden wir ja sehen. Wenn es nicht funktioniert, kann man ja immer noch um und hin und her schalten. Das ist ja nur nicht das Problem. So, dann packen wir das mal alles wieder weg. Ich hoffe, das klappt auch alles so. Wie gesagt, ich habe gesucht wie ein Bescheuerter. Ich habe keinen 4K
Splitter 1 zu 2 gefunden, weil ich möchte ja auch nicht, ich möchte nicht zwei 10 Meter Kabel haben, weil das ist halt nicht schön, wenn ich meine Playstation an, wenn ich es hier ranmache und dann in 10 Meter, also, oder halt zur 4K-Karte mache, 10 Meter hin, 10 Meter zurück zum Fernseher. Das sind zweimal Leitungsweg mit jeweils 10 Meter. Also ich denke mal schon, dass da ordentlich Delay denn sein wird und darauf habe ich keinen Bock. Deswegen habe ich Ewigkeiten gesucht, weil ich meine Playstation nicht am PC direkt in der Nähe haben will. Erstmal keinen Platz. Zweitens möchte ich halt nicht immer am PC zocken. Ich möchte an meinem Fernseher zocken. Dafür habe ich einen 4K-Fernseher mit HDR und das möchte ich auch nutzen. Ich möchte mein Riesenbild auch haben. Und da ich die Spiele ja nicht 3-4 Mal durchspiele, ich spiele die mit euch durch und wenn ich da durch bin, bin ich da durch. Fertig. Habe ich mir das geholt. Der kann 4K und HDR. Also praktisch PlayStation hier rein. Einmal Ausgang zum PC und einmal zum Fernseher. Und dann hoffe ich, dass mir mein HDR dadurch nicht verloren geht. Das werden wir alles im Hardware-Video gleich testen. Ich mache jetzt nur noch... Kabel sind auch fest. Also hätte ich gedacht, das wird lockerer. Aber nö, das ist schön fest. Ich mache nämlich als nächstes jetzt erstmal das Unboxing und Hardware-Video zur Livegamer 4K. Also hier, da könnt ihr so mal richtig. Ja, es spiegelt ein bisschen, dass die Folie noch drauf, ja. Und dann, ja, werden wir das alles heute ohne testen. Also ich habe da noch ein bisschen was vor. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen oben da. Wie gesagt, das war jetzt nur das Unboxing. Testen kommt gleich im nächsten Video. Bis dahin, haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.